Und damit willkommen zurück zu Reynolds Monday. Wir sind an Montag Nummer 3, sind bei unserem Kumpel eingebrochen, unserem WG-Kollegen, und haben dieses Raumschuhmodell genommen, ist vertickt, was ein kleines Problem mit Hot Dogs gab. Und ja, inzwischen sollen wir jetzt als allerletzten Punkt noch Merchandise finden von Captain Red. Wo wir erstmal rauskriegen müssen, was nehmen wir denn da so? Ich hatte zumindest ein T-Shirt. Ina Würden? Okay, da ist Mel irgendwas. Das reicht für heute, denke ich. Außerdem ist mir echt nicht mehr nach Smalltalk. Okay, wir sind also irgendwo anders her. Ich bin sicher, der Typ. Wo kriegen wir jetzt? Also beim. Ist die Schale, können wir nicht mehr hingehen. Mets Wohnung? Gab es da irgendeinen Gegenstand? Da können wir auch nicht mal rein, weil Ted und Ned dort sind, oder? Let's gucken. Da gehe ich nicht wieder rein. Mein Arsch steht auf dem Spiel. Da mag jemand seinen Arsch. So. Wir gehen nochmal zu unserem Raum-Homie. Also WG-Homie. Vielleicht hat der ja irgendwie einen Birch. Im Zimmer. Captain Red. Darf man überhaupt was mitnehmen? Irgendwas? Na. Da rührt sich nichts. Wenn wir sowas haben, glaube ich fast nicht, wenn ich mal so angucke. Rote Socke vielleicht. Achso, das ist die zweite Socke übrigens. Das sehe ich gerade. Warum zum Geier sollte die Socke... Wo zum Beispiel liegt die erste? War schon bei der Frau. Ja, doch, war schon gewesen. Und zwei. Okay, das bringt uns also überhaupt nicht weiter. Dann gehen wir mal hier hin. Wir reden schon mit ihm. Wir sollten ihn nicht weiter stören. Er hat seinen blöden Katalog wieder. Und er ist sehr glücklich damit. Ja, irgendein Paket mitnehmen? Ich nehme doch nicht die Päckchen. Ist da was Schönes drin? Was für ein Notfall jetzt okay ist? Okay. Sieht interessant aus. Nerven oder... Ich glaube, der Typ hilft. Na, die rote Farbe ist wichtig, aber ich überlege noch gerade, was wir da rankommen. Können wir irgendwelche Hydranten sprengen? Ich glaube. Da schreibe ich nicht. Das Schreiben, ich geht doch reinwerfen. Also. Klebstoff, Thunfisch, Zeug. Irgendein Merchandise-Artikel. Wir haben dort ein paar Fotos gehabt. Was kann man denn noch nehmen? Das sind die Shirts, die ich in dem Paket gefunden habe. Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Das macht kein... Ich darf hier nicht weggehen. Die Arbeiterklasse... Sie lebt und lebt, dankeschön. Nerven oder nicht nerven? Da... Schau mal zum Comicbuchladen. Da gehe ich nicht wieder rein. Genau. Die Empfangsdame. Sie zieht. Verzeihung, ich bin gerade. Klar.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch was passiert. Okay, das ist jetzt leider nicht so einfach. Woher kriegen wir Kleidung her, die dafür aus... Also, ich weiß nicht, wie gut die aussehen muss, aber Teil muss halt funktionieren. Okay, dann gehen wir mal in die Bar. Das letzte Ort, wo der mir gerade sofort einfällt, abseits von Seitengassen, aber die haben wir ja überall. Ja. Sollen wir mit Elaine reden? Sieht so aus, als wenn sie... Ey, Elaine. Elaine. So, der... Keiner legt Hand an. Nee. Ich darf nicht die blaue Kreide nehmen, weil er noch da ist. Pater Roys Kreide. Ihm die wegzunehmen wäre so schwierig, wie einen Mogwai zum Fasten zu bringen. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Wie lenkt man denn so jemanden ab? TV-Gerät? Ich kenn's. Hirntypisch, oder? Über der Bar? Ne, auch nicht. Okay, würde ich wahrscheinlich eh nicht gehen ohne die Batterien. Achso, vielleicht was Psychiatrisches? Die behalte ich. Okay, hätte sein können. Dass einfach er sich auch mal Tests unterziehen sollte. Lieber nicht. Ich glaube nicht, dass... Gut, das bedeutet, dass wir noch ein bisschen rumprobieren müssen. Dann melde ich mich, sobald ich es habe. Bis gleich. Beiden Stellen, wo es weitergehen könnte. Einmal die Kreide und bei dem anderen ist die rote Farbe, die noch wichtig ist. Wir werden was mit dem Billardtisch machen müssen. Also, können wir hier Billardtisch nehmen? Nicht jetzt. Können wir die Billardkös nutzen? Auf einmal. Ja, Spielkugel. Haben Sie das gesehen, Pater? So versenkt man alle auf einmal. Sehr gut. Wir können die Kreide nehmen. Er sieht gerade nicht hin. Okay, mit der Kreide müssen wir irgendwas anfangen. Was können wir denn machen? Pater Roys Kreide, beziehungsweise meine Kreide. Was Blaues. Können wir irgendwas blau machen? Na, guck. Jetzt hat er einen schicken blauen Hut. Ach, wir machen daraus eine Miniatur. Clever. Dafür brauchen wir aber die rote Farbe, der ich auch schon erzählt hatte. So, kann man einfach was reintunken? Ist das okay, mein Freund? Wenn ich einfach was in ihre rote Farbe tunke? Jetzt trägt er einen schicken roten Anzug. Ja, die Farbe sieht geil aus. Muss nur noch ein bisschen trocknen. Okay, wahrscheinlich fixieren. Sehr schön. Kein Tropfen mehr. Oh. Was zur Hölle? Der verfickte Koala hat meine Figur geklaut. Herr, warum ich? Warum? Ist die Figur vielleicht noch Eukalyptus oder sowas? Okay, wir speichern Klemmer. Waren ja doch ein paar Sachen, die wir geschafft haben. Okay, wir müssen also hier runtergehen. Also geht der runter, ist die Frage. Da gehe ich auf keinen Fall runter. Da brauchen wir aber was, um ihn hochzulocken. Aber die Koalas befinden sich irgendwo anders. Ich glaube, der... Okay.
ich gehe hier hin, weil ich vermutet habe, dass die vielleicht was mit Eukalyptus hat. So meine Hoffnung zumindest. Sieht so aus, als wenn sie heute... Da braucht man... Eukalyptus-Zeug. Haben wir schon mal irgendwas mit Eukalyptus gehabt? Ich fasse das Tier auf kein... Moment, das kann man ja immer noch machen, oder? Ne, kann man nicht mehr. Kann ich mal reinblasen. Kommt nicht ran. Okay, das wird also was Späteres noch werden. Wir brauchen Eukalyptus. Was nehmen wir das Eukalyptus? Also, wer kriegen wir das denn? Da nicht. Die Charter glaube ich auch nicht. Randall zu Hause. Ich weiß auch nicht, ob der diesen Koala-Bär jetzt jagen muss, oder ob der einfach statisch immer dort in der Kanalisation der Endstelle bleibt. Wo gibt's Eukalyptus-Sachen? Mal zur Convention gehen. Aber wer hält das denn davon? Dano-Typen haben wir noch nicht mit uns geredet, oder? Oh, ich rede... Space Note, vielleicht? Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Das muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Was stimmt bloß mit diesen Leuten nicht? Die nehme ich nicht mit. Aber will er denn dafür was haben, dass, wenn wir das geben wollen? Oder nehmen wollen? Ich weiß, können wir irgendwas hier dem geben? Also ich bekam mein T-Shirt. Lord Vader. Oh, wirklich? Commander. Das Shirt des Imperators, welches er anlässlich des Geburtstags seiner Katze geordert hat, ist angekommen. Exzellent. Nun kann ihn nichts mehr aufhalten. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Die gesamte Galaxie wird vor uns auf die Knie sinken. Ja, Alter, genug von dem Weltraumscheiß. Sie haben mich zum letzten Mal enttäuscht, Admiral. Vorher hast du mich noch Commander genannt. Wurde ich zwischendurch befördert? Und übrigens, wenn dieses Track Wars-Ding echt ist, dann sollte es dich gar nicht geben, oder? Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal, Commander. Oh nein, nein, nein. Jetzt keinen Rückzieher machen und erst recht kein Themawechsel. Also, wenn du aufhörst, Fragen zu stellen, bekommst du... Süßigkeiten. Süßigkeiten von einem Fremden? Das habe ich nicht mehr gemacht, seit ich klein war. Okay. Ich tue alles, um diesen Widerspruch in der Story hinter mich zu bringen. Schließ dich mir an und wir werden die Galaxie... Heute passt mir das so gar nicht, aber wie gefallen eigentlich Anakin diese tollen Shirts? Dieser Name hat... Verstehe. Und dem Kostüm noch zu urteilen, wirst du dem Spruch auf dem Shirt wohl nicht gerecht. Aber hey... Hör nicht auf nach den Sternen. Wenn du es unbedingt wissen willst, ich hab eine Freundin. Cyberfreundin? Gibt's noch andere? Naja, in dem Fall gebe ich dir drei. Eins für dich, eins für deine Cyberfreundin und noch eins für deine Roboterfreundin. Davon hast du ja sicher auch eine, hm? Touché. Dachte ich mir. Oh Gott. Hey, mal nicht so wertend. Ich studiere technische Informatik und mein Vater ist Mechaniker. Was soll ich den Sommer über denn sonst machen? Schon okay, Mann. Ich urteile nicht. Hier sind deine Shirts. Naja. Okay, wenn es einmal funktioniert hat, wir haben jetzt ein paar verloren. Gebraucht. Haben wir noch ein paar? Ja. Voller Nerd. Hey, Alter. Willst du ein Convention-Shirt? Sind doch gratis. Ich will ja dein Ego nicht zerschmettern, aber das ist nicht das erste Mal, dass mir heute ein Shirt angeboten wird. Okay. Du willst also keins.
Da steht drauf, ich war auf der... Hör zu, mein Freund. Such in deinem Paket nach meinem Shirt. Es ist das, auf dem böser schwarzer Mann steht. Was? Sag noch einmal was. Sag noch einmal was. Ich warn dich. Ich warn dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher. Alter, ich so ein Shirt habe ich nicht. Es tut mir leid. Wir sehen uns dann, Alter. Ich esse keine dreckigen Viecher. Ja, schon klar. So, genau die Synchronstimme. Sehr gut. Wow. Du hast Stil, mein Freund. Würdest du gern noch mehr davon haben? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Niemand hat mehr Stil als Alex. Oh, da täuschst du dich, Kumpel. Alex würde noch stylischer in einem von diesen Babys aussehen. Ich würde lieber Milch mit abgelaufenem Drancrumb trinken, als den Scheiß zu tragen. Was auch immer. Wusste, dass mit dir reden reine Zeitverschwendung ist. Zeitverschwendung? Nein. Ich inspiriere Leute, schlechte Dinge zu tun. Zum Beispiel mit irren Nutzräten. Okay, hier daneben. Wie geht's, Travis? Willst du eins von diesen coolen T-Shirts? Wer ist Travis? Wer ist Travis? Lass mich raten. Das ist ein Taxi-Driver-Kostüm, oder? Natürlich. Ich hab niemals den Film gesehen, aber das Outfit gefällt mir. Mit dir werde ich nie wieder reden. Und ein Shirt kriegst du jetzt auch nicht. Aber ich... Du bist Abschaum. Auf Nimmerwiedersehen. Da merkt man, dass er doch ein bisschen Nerdwissen hat. Und das so gern verteidigen möchte. So, super Nerd. Hey, wenn das nicht der letzte Sohn Kryptons ist. Der einzig wahre. Hier, ein gratis Shirt für dich, Kryptonia. Nicht so eilig, Freund. Was steht denn drauf? Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Astrein. Damit werden die Leute endlich nicht mehr denken, dass ich nur ein dummer Nerd bin. Das kannst du nicht sagen, während du dieses Kostüm trägst, Alter. Das mit der Unterhose geht einfach nicht. Keine Sorge. Das ziehe ich zu dem Swamp Thing-Kostüm an. Großartige Idee, das ändert alles. Hier ist dein Shirt. Metropolis Kid dankt dir, mein Freund. Was kann ich als Gegenleistung für dich tun? Naja, ich habe ein wenig Angst vor dem, was du tun könntest, ehrlich gesagt. Keine Sorge, Mann. Willst du vielleicht ein schönes Paar Nunchakus? Seit wann benutzt der Mann aus Stahl der Nunchakus? Willst du sie oder nicht? Ja, ich will sie. Na dann, hier, bitte. Oh, aber das ist doch nur eine scheiß Angel. So sehen halt die Nunchakus auf Krypton aus, okay? Naja, wie auch immer, Kumpel. Danke und jetzt hau ab. Sehr begeistert, wie er ist. Können wir ein Shirt und noch unseren lieben Mortimer geben? Sowas will doch... Will keiner bestimmt. Und wir geben es noch an Gord Freeman. Hey Gordon, willst du dich nicht für immer an den Tag erinnern, an dem du hergekommen bist und dich zum Idioten gemacht hast? Wenn ja, brauchst du dringend eins von diesen Shirts. Was, du magst sie nicht? Komm schon, die sind echt lustig. Okay, verstehe schon. Dr. Freeman spricht nicht. Was? Nein, ich war nur in Gedanken. Oh, worüber hast du denn nachgedacht? Ich habe versucht, die ungefähre Anzahl der Leute zu berechnen, die Scheiße aus mir rausprügeln würden, wenn ich jemals so ein Shirt anhätte. Ich fürchte, das Risiko wäre es nicht wert. Echt? Du gehst doch mit diesem Kostüm schon ein hohes Grundrisiko ein. Ja, so ist das halt. Aber mit dem Shirt benutzen sie dann vielleicht auch Messer. Das Risiko gehe ich nicht ein. Hm, macht Sinn. Okay, aber ich glaube, wir haben damit das, was wir brauchen. Oh. Marty, ich brauche deine Hilfe! Ja, Doc, was ist das Problem? Sekunde mal. Mein Name ist nicht Marty. Wer zur Hölle bist du? Die Frage ist nicht, wo sind wir, sondern wann sind wir? Das war gar nicht die Frage. Ich fragte, wer zur Hölle bist du? Ich kann dir keine Details verraten, Marty. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Okay, jetzt habe ich echt Schiss. Was geht denn hier vor? Die Libyer sind hinter mir her, Marty. Libysche Terroristen. Libyer? Wow. Das ist hart, Doc. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier, nimm das. Sekunde mal, Kumpel. Ist das wirklich, was ich denke? Wenn du dachtest, Plutonium, dann ja. Alter, spinnst du? Ich hab nur mitgespielt, weil es irgendwie lustig war. Aber das schlepp ich sicher nicht mit mir rum, du Irrer. Du verstehst nicht. Es geht um deine Kinder, Marty. Du musst etwas wegen deiner Kinder unternehmen. Meine Kinder? Okay, ich weiß nicht, ob ich in diesem Paralleluniversum Vater bin oder so, aber das hier fängt an, mir Angst zu machen. Wenn ich deinen scheiß Plutoniumstab mitnehme, lässt du mich dann endlich in Ruhe? Klar! Wir sehen uns dann in 30 Jahren, schätze ich. Nicht, wenn ich's verhindern kann, Doc.
sehr, sehr seltsamer Auftritt. Ich weiß nicht, ob der nochmal wichtig wird. Filmstopp, einfach so. Können wir die Angel mit... Jetzt habe ich einen Köder mit Eukalyptusgeschmack an der Angel. Genau, und das brauchen wir, denke ich mal, um aus der Konzentration wieder den Koala zu angeln. Ob natürlich die Angelschnur reicht und nicht reißt. Ob nicht jemand anderes vielleicht das Bonbon eher haben möchte. Warte mal, wann ist das gewesen? Hier. Das war hier gewesen, genau. So, und dann nutzen wir mal unsere liebliche Konstruktion. Ich stehe doch hier nicht rum, bis das Vieh sich den Köder schnappt. Kann ich das vielleicht auf den Deckel tun? Ja, gut, die Deckel. Das frage ich überhaupt. Nur hoffen, dass er den Köder schluckt. Auf keinen Fall. Er haut sofort ab. Na gut, dann machen wir hier noch... Ich meine, wir sind noch Klebstoff an den... Das muss nicht geklebt. Ja doch, wenn der Zunge dran geht, dann bleibt er ja hängen. Das ist keine gute... Da müssen wir jetzt irgendwie noch Plutonium mitmachen. Blöd. Wenn ich so einen Stab fallen lasse und die zumindest eine Grundintelligenz besitzen, würden die auch hochrennen. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er hier eigentlich mit Eukalyptus Geruch, also vielleicht leicht anzünden? Lieber nicht. Das muss nicht geklebt werden. Ich wollte ja nur helfen. Was machen wir denn jetzt mit Eukalyptus-Bonbon, wo er nicht... Achso, aus der Entfernung vielleicht. Ah, okay, warte mal. Wenn was nicht geht, hilft manchmal einfach das Kuppende. Damit kann ich den Koala nicht fangen. Wie willst du denn sonst fangen? Käfig etwa? Netze? Wir sehen vieles von dem Zeug ringsrum, aber du nimmst ja selten davon mit. Schnitzer. Ich will jetzt nicht unbedingt auch die ganzen bösartigen Sachen nehmen, also Edding. Da schreibe ich nichts drauf. Was haben wir noch Feines? Der Plutoniumstab an sich, den wir vielleicht mal hier ihm hinschicken können. Bei Koalas in der Kassation. Klebstoff ging nicht. Rede ging nicht. Edding hatte ich auch schon. Dann geht noch Hammer. Ernsthaft. Das sollte klappen, aber irgendwie... Oh, verdammt nochmal. Ich kann's nicht. Niemand mit auch nur einem Funken Menschlichkeit würde sowas machen. Ich weiß, der kleine Bastard hat mich beklaut, aber er sieht aus wie ein lebender Teddy. Es muss einen anderen Weg geben, einen blöden Koala zu fangen. Ein Koala? Wo? Was im Namen von... Befehl von ganz oben. Wir müssen all diese niedlichen Schädlinge ausrotten. Die vermehren sich wie Ratten. Okay, aber fürs Protokoll. Ich bin absolut gegen das, was du gerade getan hast. Kein niedliches Tier sollte je mit einem Hammer geschlagen werden. Weder in dieser Dimension, noch in irgendeiner anderen. Okay, der Arme. Können wir den Hammer für das mal wieder mitnehmen? Arme Koala. Du hast keinen Ausweg mehr, du verdammtes Beuteltier. Gib mir meine Figur zurück. Okay, wir haben die Figur und wir haben jetzt einen Koala. Die sehen ja niedlich aus. Aber ich bin sicher, die sind giftig. Okay, haben wir demnach jetzt auch die Figur für den guten Typen?
Und wir geben da endlich unsere Figur ab als Merchandise-Artikel. Hier hast du deine Rarität. Eine offizielle Captain Red Action-Figur, handbemalt von behinderten Leuten. Ich glaube, seltener als das geht's nicht. Von was für einer Behinderung reden wir? Gestresstes, verprügeltes, verstümmeltes Nerd-Syndrom? Ich dachte, das wäre schon an allen Schulen gründlich bekämpft worden. Es gibt so viel unnötiges Leid auf der Welt. Ja. Ich glaube, du hast etwas für mich. Na gut, er gehört dir. Unglaublich. Endlich. Ab jetzt läuft alles glatt. Ladies und Gentlemen, die Sci-Fi-Con schließt bald. Bitte verlassen Sie das Gebäude durch die Hintertür. Danke für Ihren Besuch und haben Sie einen schönen Abend. Durch die Hintertür. Wollen wir erstmal ganz kurz gucken, was wir wirklich haben? Wir haben den Ring. Dieser Ring. Irgendwas ist komisch an dem. Den Koala? Dann nehme ich den Koala mit den nächsten Tag. In meiner Hosentasche. Was für eine schöne Nacht. Meinst du nicht auch? Oh ja. Oh nee. Leider kann ich hier nicht rumstehen und übers Wetter quatschen. Ich auch nicht. Hab's ziemlich eilig. Ich auch. Was für ein Zufall. Wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mal nach Hause. Oh Gott, tue ich das nicht? Genau das sagte ich gerade. Ach nee, wir haben den Ring jetzt mir ein Kleber fallen. Warum? Was ist mit meiner Wohnung passiert? Warum? Ist was mit meiner Wohnung passiert? Nein. Ich glaube nur nicht, dass du es heute Abend noch nach Hause schaffst. Könnte ich drüber klettern? Bleib einfach ruhig und bau keinen Scheiß. Geht ganz schnell. Können wir bitte ganz kurz speichern? Besser keine hastigen Bewegungen machen. Besser keine hastigen... Wir jagen den Qual auf den. Gute Idee. Ich glaube, er wacht gerade auf. Und Alter, sieht der angepisst aus. Den Ohren. Was zum... Au! Nein! Hey! Nicht da drin! Au! Oh! Da beißt! Nein, nicht beißen! Alter! Du solltest mir doch helfen! Scheiß blödes Beuteltier! Du solltest mir helfen und mich nicht beißen! Ja, renn doch weg, du Feigling! Oh, warte mal. Ich glaube, der hat mein... Fuck! Der Ring ist weg! Oh nein! Oh nee, da ist er ja. Oh nein. Nein. Tag 4, Montag. Officer Hicks, geben Sie mir den Ring. Das war's für ein... Hey, was zum Geier wolltest du da gerade tun? Wollte dich nur aufwecken. Man muss morgens was trinken, weißt du? Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wie spät ist es? Es ist noch früh. Die Stadt schläft noch. Oh, was ist los, Kumpel? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Koala was von meinen Sachen geklaut. Nur super. Einfach super. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dich natürlich gleich viel ernster nehmen. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern. Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind, sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehste, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst. Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst. Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheißring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Dann bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will.
Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. Okay, und was jetzt am nächsten Tag passiert, würde ich sagen, wäre doch eine super Gelegenheit, in der nächsten Folge das beginnen zu lassen. Bis dahin, euer Landetor. Und ja, toll, wir dürfen jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen. Bis demnächst. Tschüss.